Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben ja in der letzten Folge ein paar Sachen getweakt. Wir haben viel geredet, vor allem viel geredet. Und sind auf ein, zwei Kleinigkeiten gekommen. Erstens, ich glaube, hier ist jetzt langsam Schluss mit lustig. Ja, hier kommen wir echt langsam an Schluss mit lustig und zwar volle Wäsche ran. Ich glaube, wir geben dem mal die Aufträge woanders, bevor die uns hier den Boden einreißen anfangen, dürfen sie hier nochmal ein bisschen graben. Ich will nämlich nicht, dass sie unsere Wege einstürzen lassen, das wäre ein Horror. Sondern sie sollen jetzt mal hier zwei Stufen graben. Hier sollte auch noch einiges an Kupfer sein, das wir rausholen können für unsere Fabrik. Und ansonsten stellen wir halt wirklich bald auf die neue Kupferanlage hier hinten um, die freigelegt wurde. Die erfordert natürlich weitere Wege, aber vielleicht können wir in Zukunft so ein Transportband hier ziehen. Wenn wir alles gut angeschlossen haben, wir müssten halt hier durch den Goldberg einmal durch. Das wäre noch so eine Hürde, die zu nehmen ist. Ja, Stück für Stück wächst unsere Anlage, beziehungsweise Stück für Stück entsteht neuer Shit. Also wie immer sehr, sehr spannend. Fuck, die Tanks sind auch voll. Darum müsste ich mich jetzt mal kümmern, vielleicht. Abgereichertes Uran. Schau mal, Uran. Abgereichertes Uran. Das muss ich in eine Anreicherungsanlage schicken. Nee, warte, Quatsch, hier. Das brauche ich für Plutonium. Kann nur in Bergbau-Kontrollturmgebieten mit einem Verkippungsfilter oder nach Aktivierung des Produkts in globalen Verkippungs verkippt werden. Also das kann ich verkippen? Lol, okay. Oder ich nutze es, um mit Plutonium und dem abgereichten Uran Mockstäbe zu machen. Plutonium produziere ich durch Atommüll, Säure und geschmolzenes Glas. Geschmolzenes Glas kann ich wahrscheinlich mit zerbrochenem Glas produzieren und Graphit. Wait, kann ich meine komplette Produktion rein tisch auf Graphit umstellen? Ah ne, das geht nur mit Lichtbogenöfen, ne? Aber so rein theoretisch könnte ich in Zukunft mit Lichtbogenöfen und Graphit mir Kohle sparen, ne? Und wenn ich viel Kohlendioxid mit der neuen Wasserstoffanlage in Zukunft produziere, könnte ich mir damit Kohle sparen und dadurch die Produktion mit Kohle vielleicht reduzieren. Wäre eine Möglichkeit. Müssen wir im Kopf halten, müssen wir im Kopf halten. So, aber es geht trotzdem darum, dass ich geschmolzenes Glas brauche. Vielleicht brauche ich mindestens einen kleinen Hochofen dafür. Damit ich dann daraus mit... Ja, ich brauche echt nur minimal davon. Wieder aufbereitetes Uran erhalte. Plutonium und Spaltprodukt. Was kann ich mit Spaltprodukten anstellen? Hinlegen und in 100 Jahren wird strahlungsfrei. Kann ich damit sonst noch was machen? Ich glaube nicht. Ja, das ist alles so schön strahlungsfreudig. Also Spaltprodukt ist auch nicht da, um... Oder der normale Atommüll, um dauerhaft gelagert zu werden, wie ich sehe. Du musst halt wirklich das umwandeln. Ich sollte halt echt schauen, dass ich... So, und das hier... Alter, das ist... Schon wieder Brainfucking. Oh, also, ich will jetzt nicht unbedingt anfangen, das zu verkippen. Auch wenn ich es wahrscheinlich einfach verkippen kann und es komplett wurscht ist. Aber es ist halt trotzdem... Also ich kann mal ein bisschen die Kohle reduzieren und vielleicht hier auch mal die kleinen LKWs rausnehmen. Oder einen kleinen drin lassen. So. Wir müssen ein bisschen schauen, dass wir die hier freikriegen. Also ein wenig untätig allgemein. Ich würde jetzt trotzdem gerne mir anschauen, wie ich das mache. Also ich nehme Uran, Atommüll. Den Atommüll nehme ich mit Säure und geschmolzenem Glas. Alter, geschmolzenes Glas. Und macht es dann in Spaltprodukte. So. Ich muss jetzt hier dann wieder aufrufen, weil mein Hirn ist gerade am Arbeiten.
Dafür brauche ich 18 davon. Das vorteilhaft bedeutet, ich brauche viel davon. Ich produziere wie viel mit einem Atomreaktor? 2. Ach du heilige Scheiße, du. Den habe ich doch schon. Den verwende ich doch schon. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wo ist der? Unter was fällt jetzt dieses dieses Atomreaktor-Ding hier, Wiederaufbereitungsanlage. Das beginnt ja dann eigentlich hier. Ich muss dringend eine neue Atombau-Ecke finden. Weil das Ganze, was ich hier baue, ist sowas von dumm. Also, es ist halt lernen. Ich kenne das System Atom nicht. Das müsst ihr alle wissen. Was wir hier machen, ist ja für mich Neuland. Das ist wie für die Merkel damals Internet war, komplett Neuland. Dementsprechend muss ich herausfinden, wie ich das am besten für uns regle. Schön ist natürlich, dass der Anschluss hier so gelegen ist. Bedeutet, den muss ich dann anders machen. Bedeutet, wir brauchen aber auch hier einen Säuretank. Das freut wieder mein Herz, weil ich kann wieder Säure wohin schicken und ich kann mehr Säure produzieren. Ich bin gerade wieder zu blöd, Tanks zu finden. So. Nein, Flüssigkeit-Tanks. So, dadurch, dass wir wissen, dass hier natürlich noch Anschluss kommen muss, gehen wir hier so hin und schließen das Ganze so an. Fertig. Das ist also dann für Säure. Sollte mindestens mal halb voll sein. Dann brauchen wir Glas. Und Glas werden wir auch relativ simpel machen. Wir werden... Fürs Erste müssen wir Sand nehmen. Aber ich will kein Mischglas jetzt aus der ganzen Produktion rausreißen. Dafür müsste ich jetzt eine komplette Wiederaufbereitungsanlage bauen, damit das System, was ich gerade im Kopf habe, funktioniert. Was muss eigentlich in ein Mischglas rein? Schau mal, vielleicht ist es ja auch relativ easy und... Nein, ist es nicht. Dann mache ich mir einen kurzen Abschluss. Schau mal. Einfach dafür, dass wir notfalls immer was abgreifen können, wie zum Beispiel jetzt, machen wir ein kleines Schüttgutlager hier hin. Und nutzen ein kleines Förderband an dem zentralen Hirn, was sich da vorne anschließt. Und das ist dann zur freien Entnahme und soll auch nur für den Export sein. Gut, das bedeutet aber auch wieder, dass wir hier eine Schmelze brauchen und ich werde hier einfach einen simplen Hochruf nehmen, scheiß drauf. Wenn ich Mischglas nehme, brauche ich nicht viel. Ach, ich hasse das, dass der Schlacke da bleibt. Deswegen würde ich gerne in Zukunft dann auf zerbrochenes Glas umschalten, weil dann habe ich das Schlacke-Problem nicht mehr. Wenn ihr versteht, auf was ich hinaus will. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Es reicht gleich ein so komplett simpler Hochofen. Den ich am liebsten flippen würde. Einfach aus Convenience. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Weil hier kann ich jetzt beim Abding einfach einen Schornstein platzieren. Und dich hier unten so anschließen. So, perfekt. Und hier hinten haben wir hier so einen schönen Anschluss. Hier machen wir direkt eine Überfahrt hin. Die wir auch gleich errichten, genauso wie das Kabel.
Und dann machen wir hier ein Lager wieder für Schüttgut. Wo wir jetzt sagen, das ist für Mischglas, was mindestens halb voll sein muss und so. Und das machen wir jetzt mit beiden. Genau, und Schlacke müssen wir halt wieder nach hinten rausschmeißen. Halt so Standardding. Und dann bitten, dass das verkippt wird. Dich bauen wir auch gleich. Also den kompletten Anschluss machen wir gleich fertig. Das ist auch nicht für den... Nee, das ist für den Export gedacht, aber nicht für den Import. Genau, und du bist genau andersrum. Bedeutet für dich... Du wirst Schutz sein, Schlacke. Deswegen muss das geleert werden. Und du bist dann für Glas. Was passiert hier? Da muss kein Export passieren. Genau, und hier machen wir das jetzt so. Ein flacher Aufzug. Das reicht ja vollkommen. Es ist jetzt halt alles nicht optimal am Ende auch. Ich muss halt aufpassen auch jetzt, dass ich keine Strahlung rausgebe, ne? Das ist jetzt wieder der nächste Shit. Dann kommt der ganz große Spaß wieder her, weil jetzt seit aktuell produzieren wir auch nichts mehr. Aber wir haben 400 auf Lager. Was passiert denn hier mit euch? So, also Glas wird schon geliefert. Ich hoffe, dass gleich mal ein Kollege kommt mit Säure. Ne, er liefert Benzin. Oh, ihr habt es jetzt auch hier schon relativ gut durch. Gleich die Auftragserweiterung erhalten natürlich, das ist wichtig. Das bedeutet, gleich ist das Ding hier wenigstens schon mal gesperrt vom Rest. Und bis dahin muss jetzt dann halt die Erde auffüllen anfangen. Also da ist die Grenze für mich für Erde und Schutt. Ich denke, wir kommen hier Stück für Stück voran. Es wird schon gut laufen. Die baggern sich hier immer noch durch. Also vielleicht können wir da auch einen Atomreaktor hin platzieren. Von der Größe her kommen wir bestimmt hier. Es ist schön vom Abstand gut. Und wenn ich die Wasserablagen nach da vorne kipp, können wir es verteilen anfangen. Wäre eine Möglichkeit, das sozusagen zu nutzen, diese Flächen, die ich hier errichte. Und wir hätten noch viel, viel Platz, obwohl hier hätte ich auch viel Platz. Und ich lerne aus den Sachen, die ich hier gebaut habe, aber es ist wie so eine Teststrecke. Also hier ist alles ready. Bedeutet, wenn ich dich jetzt fertig baue, wird kurz eine Phase beginnen, die ich nicht mag. Und zwar, dass der sich bumm voll macht wahrscheinlich. Hat es keine Auswirkungen? Wir haben eine Rechenkapazität erreicht, das ist ungut. Wir brauchen ein weiteres Rechenzentrum. Kann ich eins noch hier hin platzieren?
Ist zwar gerade beschissen von Convenience her. Du machst 24 pro Minute. Du brauchst 24 pro Minute. Bedeutet, ich muss dich eigentlich auch komplett kopieren. So, warte, wir machen jetzt hier mal ein ganz neues System. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Das soll jetzt sozusagen sich selbst erhalten und dadurch die Probleme minimieren, die ich haben könnte. Ist ein bisschen dumm, ich mache ja trotzdem zwei Anschlüsse so. Einfach weil es besser ausschaut, finde ich. So. Wir nutzen einen minimalen Rohranschluss. Von hier hinten. Priorität kriegt immer das hier. Er ist jetzt voll. Jetzt erhöhen wir euch auf die Masse, die wir machen können. Mehr habe ich nicht, okay. Es sind 36 Teraflops aktuell. Die 136 Teraflops, die wir aktuell bieten können. Für die Anlagen. Heißt aber auch, du bist noch nicht ansatzweise voll. Holy shit, okay. Aber wir sind auch viel näher an dem, was wir brauchen. Er ist halt jetzt aktuell nicht da, wo wir hin müssen. Aber wir brauchen wieder Platz für Spaltprodukte, ne? Muss ich jemals hier hin? Oh ja, shit. Da muss ich hin. Was ist, wenn ich hier anfange mit ein paar Endlagern? Ich will irgendwo ein Endlager platzieren. Und zwar das erste für die Spaltprodukte. Fuck, ich muss ja noch da drüben. Gut, das macht es natürlich jetzt nicht einfacher unbedingt. Aber wenn ich hier an dieselbe Stelle circa. Das so hin platziere. Dich nochmal abreiß. Dann ein flaches Förderband platziere. Was passiert hier? So, und das bauen wir auch fertig. So, bedeutet, wir haben die Spaltprodukte rein theoretisch schon mal raus. Gut, Alter, das ist complicated. Wir haben hier unser riesiges abgereichertes Uran. Muss ich nochmal zurück. Also ich habe das wieder aufbereitet, der Uran. Kann ich das rein theoretisch einfach mit hier vorne einflößen irgendwie? In das System? Wieder aufbereitet das Uran oder ich nehme Yellow Cake? Ich krieg dieselben Produkte raus. Bedeutet, wenn ich allen sag, hey, ihr könnt meinetwegen auch das abgereicherte Uran nehmen, davon haben wir mehr. Wieder aufbereitetes Uran. Ist das wieder aufbereitetes Uran? Ja, ist es. Bedeutet, das lasse ich einfach direkt hier hinten in die Verteilung laufen. Und das übernehmen wir jetzt für alles. Bedeutet, wir gehen hier hin.
bedeutet, ich muss auch kurz die Produktion umplanen, weil das jetzt gerade natürlich ein bisschen blöd ist vom Anschluss her. Weil du produzierst 12 Flo Wasserstoff. Oh, warte mal, was haben wir denn echt dann, wenn ich das dich ausschalte? Oder du produzierst aber Schlack nur, ne? Und du produzierst 12. Bedeutet, wenn ich das hier irgendwie ein bisschen wegkriege, das Gestein auch, und hier die Schlacke verschieben kann, ich habe da hinten eh jetzt rein noch ein Schlackelager, dass ich das verbinde, dann könnte ich hier noch ein bisschen erweitern mit der Anlage. Und somit das wieder aufbereitete Uran natürlich erhöhen. Jetzt produzieren wir aktuell 0,75, 0,75 macht 3. Und das ist genau die 3, die wir hier brauchen. Also eine Anlage. Wenn wir es verdoppeln, kriegen wir doppelt so viel Moxstäbe raus. Wäre natürlich auch gefallen. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich am besten hier vorgehe. Also der Teil ist mir wurscht. Ich müsste dich nach vorne. Was ich aber auf jeden Fall machen muss, ist einmal kurz das komplett hier ausschalten. Und am besten auf die höchste Höhe stellen. Ich habe hier gleich noch vielleicht ein bisschen falsch gedacht im ganzen Bausystem. Wir bauen jetzt mal hier die ganze Anlage um, weil in Zukunft werdet ihr eh fast nicht gebraucht. Wir schauen. Alles gut, alles gut, alles gut. So. Wir tun dich auch mal kurz entfernen. Da bist du mir kurz im Weg. Ich führe auch meinetwegen auf der höchsten Stufe hier den ganzen Rest raus. Wir machen hier flache Aufzüge rein für euch hier. Hm, flacher Aufzug? Ah, Flip wahrscheinlich, oder? Flip, jetzt seid. So, Jan, wir machen das gleich so. Wir kopieren dich an jede Stelle, wo du hin musst. Außer, dass das gerade hier nicht geht, weil hier dieser Depp im Weg ist. Okay. Den kriegen wir in 2 Sekunden raus. Dankeschön. Dann kopieren wir dich hier auch noch hin. Dann machen wir das mit einem flachen Förderband 3. Dass es hier lang läuft. Bis nach hier vorne, wo wir dann wieder einen flachen Aufzug nehmen, rotaten und dann hier anschließen. Das wäre jetzt der Plan fürs Erste. So. Dann können wir euch nicht direkt hier an den Dingern anschließen. Ich dachte, ich habe das auch in den Weg gesetzt. Habe ich dafür jetzt echt keine Ressourcen? Wollte ich mich verarschen? Warum ist das pausiert? What? Okay, warum war das pausiert? Gut, okay, das ist jetzt alles angeschlossen. Natürlich sind sie jetzt nicht so zufrieden, dass ich das hier abgeschlossen habe. Aber das ist natürlich eine andere Sache. Das ist alles angeschlossen und hier geht die Säure raus. Das geht ja alles relativ easy zum Glück. Wir machen jetzt hier einen flachen Aufzug. Und ich muss jetzt wieder gucken, wo ich hin muss, weil sonst bin ich wieder verwirrt. Einen flachen Aufzug hier hin.
Nein, das ist ein Flachaufzug, ich brauche einen Schüttaufzug. Entschuldigung, Schüttaufzug war das. Schüttaufzug. Dann machen wir jetzt hier einfach ein normales U-förmiges Förderband hin. Schließen dich direkt hier an. Problem gelöst fürs Erste wahrscheinlich, ne? So, dann müssen wir natürlich das Problem Fluorwasserstoff noch lösen. Das ist natürlich jetzt noch ein wichtiger Teil, aber auch nicht so schlimm, wie ich denke. So, und von hier aus... Genau. Ja, da muss halt einmal drüber springen, das ist ja nicht schlimm. Aber die Kabel sind ja sozusagen die flexibelsten Sachen in diesem Bau. Zwei-Röhren-Durchgang. Und ansonsten, schau her, macht man es so. Wir schließen das ab. Schließen dich hier an und dann... Ist jetzt ein bisschen dumm, denke ich, vom Aufbau selber her, aber... Der Sinn dahinter ist, dass es funktional ist und es funktioniert. So. Alles ist auf einmal wieder aufgebaut. Perfekt. So. Und da kommt schon das wiederaufbereitete Zeug, was natürlich direkt als Mainnetz genutzt wird. Was natürlich bedeutet, dass unsere grundsätzliche Produktion jetzt schon mal deaktiviert wird, weil natürlich wir die Reste als erstes nutzen und dadurch weniger benötigen. So. Wir haben jetzt natürlich noch das abgereicherte Uran, was zu MOX rein theoretisch werden soll. Dafür brauchen wir Plutonium. Plutonium mit abgereichertem Uran wird zu MOX. Und dafür brauchen wir Chemiefabriken. Wie viel kriege ich hier raus? Jeweils ein. Das mit den Teraflops ist jetzt echt ungut. Das ist... Ja. Nicht fein. Nicht fein. Gar nicht fein. So. Alles mit Uran hier, ey. Das ist der Wahnsinn. So, warte mal. Du bist bestimmt... Chemiefabrik 2. Genau. Ich glaube, wir machen es relativ simpel. Zwei sollten vollkommen reichen. So. Beide gehen auf abgereichertes Uran. Und dadurch sollten wir grundsätzlich unsere Atommüllsituation verringern. Ich muss das trotzdem hier anfangen abzukippen. Obwohl, ich würde vielleicht gerne anfangen, dass wir das einfach lernen. Mit einer Prio von 3 fürs Erste. Und was wir hier machen, ist natürlich auch wieder so unser typischer Weg. Wir nehmen einen flachen Aufzug. Mein Mikrofon ist schon wieder in meiner Fresse. So, und setzen sich einfach hier drüber. Kopieren dich. Und ich werde jetzt einfach abgereichert. Sogar habe ich eh schon hinzugefügt. Warum habe ich das eigentlich nie verskippen lassen? Mal ganz ehrlich, kurze Frage. Ich habe keinen Plan, warum ich das nie gemacht habe. U-förmiges Förder... Nee, warum ein flaches Förderband? Ah, ich liebe es, wenn das passiert. Naja. Total normal. Er weiß ja noch nicht, was ich vorhabe immer, ne?
die Mockstäbe tun wir dann in einen. Was kann ich Mockstäbe drücken? Hier. Fürs Erste in ein normales Lager. Wir schauen dann, wie wir weiterführen. Das bedeutet nicht jetzt auch, dass jetzt fürs Erste die Lager leer werden. Der Atommüll wird verarbeitet, wie blöd, das ist noch besser. Schau, wir machen jetzt mal den ersten Atommüll wieder sauber. Wir lassen mal alles wieder durchlaufen. Wenn alles gut geht, ist dieser Puffer natürlich auch riesig. Und das hier müsste sich jetzt verarbeiten anfangen, genau. Nächste Beseitigung in 99 Jahren. Also ein Jahr haben wir schon aufgesetzt von 100. Not bad, not bad. Gut, das Lager läuft jetzt voll. Das Lager leert sich aus, während wir hier das Ganze am Arbeit verarbeiten. Man merkt natürlich auch, die Mockstäbe, die wir verwenden, sind nicht ausreichend wahrscheinlich für die gewünschte Produktion, die wir haben. Aber wir sind halt trotzdem gut unterwegs mit 3 Produktionen. Oder wir sind immer 1 drüber, circa. Also ich bräuchte wahrscheinlich eine viel größere Anlage, rein theoretisch, nur für die Produktion, für die Grundsachen. Also nur für die Uranstäbe. Das ist, wenn ich größer bauen will, brauche ich mehr. Das ist natürlich klar. Aber wir sind, finde ich, trotzdem sehr gut im Zielbereich, nennen wir es so. Na, jetzt laden die nicht ab. Und dann diese paar Lager sind zwar immer wieder ein bisschen voll, aber sie verkippen es ja trotzdem. Und das macht es umso besser. Jetzt mag ich natürlich herausfinden, wo unsere meisten Fahraufwände sind. Um das ein bisschen zu optimieren. So, hier haben wir schon abgegangen. Also hier ist echt nicht mehr viel drin. Hier ist noch ein bisschen was und hier ist massiv noch bloß. Ich glaube, mir kippt dann hier alles ein. Wie läuft es eigentlich hier? Das erste Mal, dass man sagen könnte, es läuft wieder alles nach Plan. Ja, die Lager sind wieder schön voll. Der Tank läuft nach. Und Ethanol ist eigentlich auf einem High. Super, super. Und Medizin ist bumm voll fast schon. Medizintechnisch sind wir auch gut gerüstet fürs Erste. Klar, es ist Medizin 1, es ist nicht perfekt, aber dadurch, dass wir eigene Medizin haben, haben wir keine Kosten mehr, die wir gerade rausschmeißen müssen für sowas. Jetzt haben wir hier einen Kollegen, der nicht weiß, was er damit anfangen soll. Auch spannend. Warum habe ich echt nie mit euch hier gegraben? Absicht? Eigentlich nicht, glaube ich. Aber schau mal, die Kollegen sind auch schon wieder durch und die Tanks sind voll. Dann müsste ich jetzt eventuell mal die Verkipppunkte nochmal upgraden. Das ist jetzt halt natürlich so ein bisschen die Sache, ich muss immer aufpassen, was ich mache. Rein theoretisch dadurch, dass ja nichts da ist, sollte ich ja eigentlich das machen können, oder? Aber schau mal, wie schnell das geht. Holy shit, und schon wieder alles voll. Kollegen verkippen, instant. Das wird relativ schnell jetzt gleich laufen. Das ist jetzt wie so eine Route 66, die wir jetzt da durchballern. Relativ schnell, einfach simpel gebaut. Hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, damit wir nicht reinkippen. Wir werden vielleicht einfach hier mal fürs Erste
die Regeln ein bisschen biegen müssen. Aber genauso deren Arbeitsgebiet fürs Erste ein bisschen anpassen. Damit die sich nur auf das Gebiet hier verweisen. Während wir anfangen, das Ganze zu verkippen. So, liebe Leute da hinten, ihr könnt arbeiten wie blöd. Aber da hätten wir jetzt in Zukunft rein theoretisch sogar das Potenzial dafür, noch eine Anlage hinzusetzen und vielleicht wirklich eine Urananlage, eine optimierte Anlage hinzusetzen. Das wäre natürlich auch noch genial. Aber fürs Erste, schauen, dass man das Wasser verkippt. Aber wenn wir anschauen, wir sind natürlich mit dem Eisen auch schon sehr, sehr weit mittlerweile. Und Eisen ist mittlerweile auch schon wieder am Limit. Dann kriegt Eisen mal den Berg hier vorgesehen. Schauen wir, wie sie da darauf reagieren. Rein theoretisch müssen wir das Gebiet auch noch verkippen. Schauen wir, wie viel Massen wir hier rausgeholt haben. Holy moly. Ja, schau, sie kippen immer weiter. Der Schutz ist gleich da. So, die erste, das ist gleich die dünnste Wand, die wir haben zum Wasser. Es ist schon nicht ohne. Ach, schau mal, die kippen alle mit. Warum? Also alle fahren jetzt natürlich hier vor, aber dann sind sie alle extrem ausgelastet, weil sie sich da und da drum kümmern. Wenn ich das auf P13 stelle, soll es doch keinen interessieren, außer die Fahrzeuge, die dafür zugeteilt sind. Aber jetzt sieht man auch, okay. Wir haben das hier gleich eigentlich erledigt. Wir machen gleich mal hier die nächsten Flächen in Vorbereitung. So. Das wäre schon mal eine wichtige Stelle, ne, insgesamt. Aber ich denke auch, dass wir gut vorangekommen sind. Immerhin verarbeiten wir mittlerweile unseren kompletten Nuklearmüll. Und der Tank ist eigentlich auch schon leer. Wir sind nur noch hier. Wir haben zwei leere Tanks, Leute. Zwei leere Atomtanks. Das ist nicht schlecht. Bedeutet aber auch, dass wir minimal noch produzieren. Wir haben zwar 150 Spaltmüll, aber das ist ein 16. von dem, was wir machen können. Gleichzeitig haben wir jetzt 90 Mockstäbe schon. Holy shit. Und Mockstäbe können wir natürlich auch zum Verbrennen verwenden, wie wir hier sehen. Wir könnten wahrscheinlich dem das auch einfach zuführen und sagen, verwend erst die Mockstäbe, dann die normalen Stäbe und dadurch können wir das Ganze noch ein bisschen ausbalancieren. Bin aber eher beim Überlegen, ob wir damit schauen, dass wir einen zweiten Generator oder Atomreaktor in Zukunft in Gang kriegen. Oder ob wir das sozusagen in zwei einspeisen anfangen. Aber dafür bräuchte ich eh allgemein noch eine höhere Produktion wie jetzt, weil aktuell die Produktion wahrscheinlich damit nicht zurechtkommen würde. Obwohl, selbst mit Mockstäben können sich mir das sogar vorstellen, dass wir da gerade so am Limit dann anfangen zu arbeiten. Aber ich glaube, selbst da müssten wir hier ein bisschen hinterher schauen. Weil schau mal, selbst hier staut sich's jetzt und wir produzieren. Also wir produzieren aktuell, ja okay. Auf der anderen Seite, wir haben natürlich jetzt gerade so viel auf Lager. Ich glaube, das ist kein Referenzwert, weil wir 18 Atommüll zu schaffen, dauert eine Zeit. Und in der Zeit produzieren wir wesentlich mehr. Also es ist alles sehr spannend noch fürs Erste, würde ich sagen. Die Verarbeitung läuft und aktiv brauchen wir noch nicht mal das gute Uranerz, sondern wir verwenden unsere alten Atomreste für Atommüll. Muss man sich eigentlich auch mal vorstellen, ne? Aktuell wird unser Atomreaktor nicht mit neuen Müll verwendet, sondern mit altem Müll. Eigentlich eine feine Sache, ne? Eigentlich eine sehr, sehr feine Sache. Aber ich würde sagen, auch damit werde ich mich für heute bei euch verabschieden. Wir haben den ersten Schutzwall hier errichtet und ich sollte gleich mal ganz kurz, bevor die anfangen hier weiter das zu machen, die Verkippecke hier ausschalten. Wie so ein paar andere hier auch, so die da.
Wir verkippen weiter jetzt hier alles dicht. Dadurch sind dann diese Flächen geschützt fürs Erste vor irgendwelchen Einstürzen. Wir werden das hier bis wir vorne dicht machen. Bedeutet auch, wir können bald hier vorne eine Walze mal drüber schicken, um das zu planieren und dann hier hinten alles verkippen. Denn das wäre das nächste Ziel, das flach zu machen, damit wir dann hier wirklich vielleicht eine Wasserstoffanlage hinkriegen mit Kombination Erdproduktion. Das werden wir uns aber anschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns den Daumen nach oben da, abonniert es noch nicht ab und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.